Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mit einem ganz, ganz speziellen Sneaker, wie ihr schon seht. Einen exklusiv limitierten Sneaker, den Tai Chi Flash 2 von Peak. Ein mega geiler Schuh. Von der Performance her habe ich schon einige Videos davon gemacht. Wer mich abonniert hat, wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich diese Schuhe zurzeit echt rocke. Natürlich nicht diese Special Edition hier, limitiert vom Allerfeinsten. Einmal Hellboy, man kennt die Filme, denke ich mal, auch zum Empfehlen. Und die Godzilla Edition, Godzilla vs. Kong. Mega geile Modelle, krass limitiert, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für 149 Euro bekommst du einen von den beiden, aber mit dem Rabattcode Mr. Mike bekommst du nochmal 10% auf alles. Nicht nur auf die Schuhe, sondern auf den gesamten Shop 10%, und das ist einfach echt eine krasse Ansage. Und bei dem Hellboy zum Beispiel, jetzt zur Zeit, gerade, wenn du ihn jetzt noch kaufst, wenn es ihn überhaupt jetzt noch gibt, bekommst du ein Comic dazu von CrossCult, Hellboy Winter Special, ne? Wer Comic-Fan ist, gönnt euch das auch. CrossCult vielleicht demnächst eine Kooperation mit Mr. Mike, und wer es auf Instagram gesehen hat, Mr. Mike in One Punch Mike, ne, One Punch Man angelegt. Wer kennt das? Vielleicht. Es ist vielleicht ein bisschen eine Träumerei, aber vielleicht kommt da noch eine Kooperation, irgendwie in CrossFit, irgendwie mit CrossCult. Mr. Mike, der One Punch Man. Ey, das wäre natürlich richtig nice. So, genug geträumt. Wir gehen jetzt weiter zurück zum Schuh. Wie gesagt, 150 Euro für diesen Schuh. Ey, das ist eine Ansage. Wer den Schuh so krass limitiert, wer den rockt, ne, das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Und was soll ich euch sagen? Ich habe ihn ja schon mal in der Hellboy Edition jetzt als Mike Myers getragen. Ne? Mr. Mike Myers. Ey, dieser Schuh ist einfach legendär. So geil vom Feeling her. Ich habe ihn hier natürlich nochmal. Da rocke ich ihn draußen auf dem Asphalt. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Das Coole, Besondere an diesem Schuh ist halt vor allem, was ich euch jetzt nochmal zeigen möchte, dieses Tai Chi. Dieses Tai Chi, mit dem Peak immer wirbt. Ne? Damals haben sie mich halt wirklich gehabt, wo ich wirklich neugierig damals drauf geworden bin, als mir das gezeigt worden ist, dass das hier in dem Schuh drin ist, dieses Material. Ne? Das ist dieses berühmte Tai Chi. Es ist natürlich jetzt nicht so formbar, das ist natürlich jetzt so nur die Rohmasse. Aber das Krasse ist, wenn man das jetzt hier so sieht, ne, den kannst du ja schön formen. Siehst du, das ist wirklich wie ein Flummi. Und das ist halt wirklich in dieser Sohle verarbeitet. Das Coole ist halt, wenn du den Schuh halt bequem benutzt, ne, wenn du einfach nur stehst oder dich bequem vorwärts bewegst, ist er halt wirklich schön weich. Das merkst du, dieser Stoff passt sich deinem Fuß an. Und sobald du mehr Druck ausübst, wird dieser Stoff härter und du kannst halt wirklich geil performen. Und das haben die halt wirklich auch in solchen Schlappen zum Beispiel drinnen. Ich schwöre es dir, solche Schlappen. Du hattest in deinem Leben noch nie so einen bequemen Schlappen an. Das ist unvorstellbar. Es ist so ein weiches Gefühl. Da hast du wirklich diesen Effekt. Ich schwöre es dir, bis jetzt jedem, den ich diesen Schuh mal anziehen lassen habe, unglaublich geiles Feeling. Da musst du dich wirklich selber von überzeugen, weil du wirst es mir wirklich wahrscheinlich sonst nicht glauben. Es ist dieses Tai Chi. Faszinierend. Faszinierend, dieses Zeug. Echt sehr geil. Sehr geil. Bin ich absolut von begeistert. Ja, Mann. So, nochmal zurück zum Schuh jetzt an sich. Ne? Hier die Special Edition. Was cool ist hier, ist ein Hologramm drin. Einmal Kong und einmal Godzilla. Sieht man das jetzt hier schön. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Schön verarbeitet. King of the Monsters. Steht hier vorne drauf mit dieser Schnalle. Es ist eigentlich zu schade zum Zocken eigentlich. Gell? Es ist, wie gesagt, es ist wirklich eine spezielle Sonderedition. Der ist wirklich krass limitiert. Den wirst du so wahrscheinlich nicht mehr bekommen, wenn der erstmal ausverkauft ist. Die Sohle auch mega geil. Kong vs. Godzilla. Nice, Alter. Sehr nice. Hier die Zähne, auch lustig. Es ist wirklich ein sehr cooler Schuh, Mann. Und das Ding, wenn du ihn jetzt nicht nur sammeln möchtest, ne? Zum Sammeln natürlich, nur zum Hinstellen, ey, da machst du überhaupt nichts verkehrt. Super geil, wenn Godzilla-Fan ist oder Hellboy-Fan, da führt eigentlich da schon mal kein Weg vorbei. Dann noch mit dem Comic dazu. Aber wer mit dem performen möchte, weil er einfach denkt, ey, das ist ein mega krass stylischer Sneaker, mit dem man halt performen kann. Ich schwöre es dir, du wirst echt begeistert sein vom Tragekomfort her. Bombe, Alter. Die Stabilität von diesem Schuh, wie bequem der einfach passt und sitzt, Wahnsinn. Aber du musst dich echt selber davon überzeugen, das ist einfach mega, 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 mega. Hier nochmal der Hellboy. Was ist hier nochmal für ein Special? Oh, die Gnade vom Hellboy. Nice. Dark Horse. Auf dem anderen Schuh ist nochmal ein anderer Button drauf.
Was ist das? Das ist seine Hand, ne? Hier so Hellboy. Es ist wirklich ein sehr schicker Sneaker, Mann. Es ist auch schwer zum Entscheiden. Like Hell steht hier drauf. Er ist auch wirklich, dieser Stoff. Also da geben sich die Chinesen wirklich krass Mühe für diese Special Edition. Und das ist halt auch das Geile an Peak. Die kommen halt mit solchen Special Editions öfter daher. Nicht jetzt nur einmal, das machen die wirklich regelmäßig. Anscheinend, wenn die mal irgendwie genug Zeit haben, machen die mal sowas. Zum Beispiel auch den Martin Luther King Schuh gibt es auch von Peak. Der ist aber sowas von krass limitiert, dass der echt so schnell im Shop ausverkauft ist. Also der Martin Luther King Schuh, Alter, ne? Der Name ist ja wohl Programm. Krass, also das ist echt, das ist halt das Geile bei Peak. Sowas macht zum Beispiel Nike oder Jordan oder was weiß ich, wirst du da wirklich nicht finden, denke ich mal. Also ich kenne wirklich wenige Schuhe, wo man denkt, hey, krass, was für eine geile Edition, ne? Also für Kinderschuhe so irgendwie SpongeBob oder was. Ja, von Nike gibt es ja auch so SpongeBob-Schuhe von Kyrie Irving zum Beispiel. Jetzt hier keine Werbung machen, auch ein guter Schuh, so mal ein bisschen jetzt Schleichwerbung nebenbei. Aber das ist halt wirklich eine Ansage, Mann, ne? Check einfach aus, Mann, gönn dir, solange sie noch verfügbar sind. Wie gesagt, ey, die werden nicht lange online sein, daher, ja, Mann, aber so mal zum Wissen, was Peak alles hat vor allem, freue ich mich, dass ich sowas bekommen habe. Auch die Schachtel ist mega edel, Alter, eine mega edle Schachtel. Hier noch drin, nochmal Peak drinnen, hier nochmal Handball drinnen, sehr, sehr schick, Alter. Merkt man schon an der Schachtel, dass die wirklich nice ist. Es ist echt ein Baba-Schuh, Alter. Das ist echt ein mega Schuh. Feier ich ohne Ende, Mann. Auch hier die Edition. Die ist zum Aufmachen, die ist zum Schieben. Hier ist auch nochmal Test von Peak drin, ne? Dieses Gummi, was ich euch gezeigt habe. Zum selber testen. Silver vs. Kong. Sehr nice, sehr, sehr nice. Der Flash. Dieser Flash-Schuh ist echt. Dieser Flash-Schuh ist wirklich eine Ansage von der Performance her. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Ey, checkt meine Videos aus, was ich da schon alles gemacht habe. Ich habe in denen schon echt gut gerockt. Mega cool. Noch eine Special Edition, weil es ja nochmal hier um Special Editions gibt. Ne? Habe ich euch schon oft gezeigt. Den Kuhschuh hier. Das ist natürlich für mich als Bayer das Highlight schlechthin. Ich feiere diesen Schuh so abnormal. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Immer wieder, wenn ich ihn sehe, Alter. Auch wieder der Flash. Das gleiche Modell, nur andere Farbe halt. Andere Kombo. Der Kuhschuh, Alter. Ja, Mann. Happy New Year stand die Kuh da im neuen Jahr irgendwie bei den Chinesen da zur Verfügung. Weißt schon, Year of the Rabbit, Year of the Cow. Es ist nice, Alter. Ne? Ich weiß schon, da sind die Geschmäcker natürlich unterschiedlich. Und wenn jetzt der eine oder andere die Wahl hätte zwischen dem Kuhschuh und Hellboy oder Godzilla, würde er wahrscheinlich einen anderen nehmen. Aber ey, der Kuhschuh ist so mega, Alter. Ich feiere den so ohne Ende. Den halte ich einfach so in Ehren. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mega, mega. Ja, Mann, wie gesagt, checkt aus, unten die Videobeschreibung ist verlinkt zum Shop. Peak an sich, ihr werdet in Zukunft noch viele Videos davon sehen, weil ich einfach von dieser Marke so begeistert bin. Auch Kinderschuhe, super günstige Kinderschuhe für 60 Euro mit meinem Rabattcode nochmal 10% abgezogen auf alles in diesem Shop. Das muss ich ja nochmal erwähnen, Mann. Gell? Ja, Mann, die Ansage, aber so jetzt diese beiden jetzt gerade aktuell, wenn sie noch verfügbar sind, check aus, gönn dir. Da hast du echt einen geilen, krassen, limitierten Schuh und natürlich auch noch hier dieses Comic beim Hellboy dazu. Es ist wirklich geil, Mann. Ja. Und Cross-Kult, ey, seid gespannt. Vielleicht, ne, wenn man noch ein bisschen träumen darf, Mr. Mike in One Punch Mike demnächst als Comic. Ne? Das wäre schon nice. Ha. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Boom. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. 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 Mike, Mike.